Offenbar interessiert er sich sehr für unser Museum. Ganz besonders für den kostbarsten unserer Schätze. Ich habe deutlich die Begeisterung gesehen, als er vor der Vitrine stand. Und er hat versucht, Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen zu bekommen. Und haben Sie ihm etwa alles erklärt? Alles, bis auf unwesentliche Kleinigkeiten. Bleibt dran an ihm. Genosse Kommissar, Sie sind jetzt wieder in der Universität. Sie sind in der Universität? Noch weitere Anweisungen? Nein. Ich weiß für heute genug. Selbst wenn die zwei da drin sind, wir können erst morgen früh rein. Sie irren sich schon wieder, Genosse Boris. Wir können und wir werden hineingehen. Aber ich dachte immer, unser Sicherheitssystem kann man nur durch das Zeitschloss außer Betrieb setzen. Ja, das, lieber Boris, ist auch genau das, was Sie denken sollen. Ebenso wie der gute Mr. Mundi. Ich kann jederzeit da hinein, wann es mir gefällt. Kommissar Malensky an Zentrale. Ich möchte über Autotelefon auf zwei Frequenzen simultan etwas durchgeben. Schalten Sie mich auf Polizeifunk und Sonderfrequenz. Beeilen Sie sich und lassen Sie mich umgehend wissen, wann ich anfangen kann. Wenn er in einer Minute nicht da rausgekommen ist, werde ich hineingehen. Allein? Ja, allein.